ihr Lieben, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Das Frühstück war super und jetzt sind wir auf dem Weg ins Zillertal und jetzt sehen wir uns gleich im Stock. So, wir sind jetzt gerade angekommen im Stock, vor dem Stock, wir haben noch nicht eingecheckt. Und es sieht schon mega geil aus. Das Ding ist einfach riesig. Super schön aus. Ja, hat alles super geklappt, super lieb die Leute hier. Und ein schönes Hotel. So ihr Lieben, wir sind jetzt heute in den richtig schönen Alpine Lodges. Wir waren schon kurz drin, deswegen stehe ich hier aber nochmal kurz davor. Zimmer 804. Zeig's euch mal. Ich filme euch das natürlich auch mal mit der guten Kamera, ist ja klar. Aber einfach mal für den ersten Eindruck. Hier kommen wir rein. Da ist so ein riesiger Schrank und eine Garderobe. Dann geht es hier weiter mit einer schicken Schiebetür in das richtig coole Bad. Was sagt man dazu? Das Highlight kommt gleich noch. Und zwar diese schicke Badewanne. Yay! Hier ist eine Dusche. Oh, mega geil, Rainfall. Und das Ding ist richtig riesig. Dann hier nochmal die Toilette. Oh, das Design, das gefällt mir so gut. Oh, wie schön. Ein riesiger Spiegel. Hier kommen wir ins erste Zimmer. Ich gehe mal in die Mitte. Richtig, richtig schön. Jetzt zeige ich euch mal hier noch die Einzelheiten. Hier ist so eine Genussecke. Oh Gott, ist da sogar. Ja, richtig cool. Kristallklares Bergwasser. Minibar, Schreibtisch, ein riesengroßer Fernseher und für die Hündchen ein Kissen und ein Begrüßungskeks. Super süß. Ja, dann haben wir hier die Wohnecke. Oh, richtig gemütlich. Weiß ich's? Hallo. Hoppala. Ein paar Süßigkeiten haben wir auch. Wir werden natürlich gleich vernascht. Und dann zeige ich euch noch nicht, was es draußen gibt, sondern gehe erstmal weiter. In das zweite Bad. Cookie. Ist auch super schön mit seiner schönen riesigen Rainfall-Dusche. Cookie, hey. Ein riesiger Spiegel und ein Kleiderschrank. Dann das zweite Schlafzimmer. Auch super schön. Und natürlich auch mit einem schicken, schicken Sessel. Und jetzt geht's raus. Wie spinnst du? Jetzt geht's raus auf den Balkon. Cookie, geh da weg. Hier ist ein Tisch. Und ein mega... Blick auf die Berge direkt vom Kirchturm und richtig cool hier draußen, so ein chilliger Sessel, ein Hängesessel. Ach, ich sehe, hier gibt es auch noch so, so Liegen. Oh, scheiße. Mega cool, das Ding. Hey, ey, das Stockresort im Zillertal ist einfach... Traumhaft. Ich hier bitte für immer wohnen.
Gleich gibt es auch schon was zu essen. Und dann mache ich 100 Milliarden Bilder. Bis dann. Ich gehe jetzt noch mal das Nachmittagsbuffet genießen. Ja, hier sieht es so ein bisschen die Alpine Lodge. Oh mein Gott, so schön. Unglaublich. Traumhaft. Ja, jetzt gehen wir hier noch raus. Geht nicht. Oh, jetzt ist diese blöde Karte wieder fit. Hier müsste es eigentlich noch irgendwo anders lang gehen, aber ich weiß den Weg nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier über den Hof. Und die Umgebung hier ist so traumhaft. So unglaublich. So, ihr Lieben, ich hatte gerade eine ausführliche Ausführung. Ich kenne mich jetzt hier super aus. Es ist unglaublich riesig hier und unglaublich toll. Und oh mein Gott, ich muss euch das alles zeigen. Aber jetzt geht's erstmal zum Nachmittagsbuffet. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ja, hier fängt an mit einem Salatbar. Da gibt es ganz viele super frische, leckere, verschiedene Sachen. Ich filme euch einfach mal ein bisschen. Verschiedene Öle und Dressings. Aber ich glaube, ich esse hier einfach nur und nehme 5 Kilo zu. Mach so, Essen, Fitnessstudio, Essen, Fitnessstudio, Essen. Oh, sogar glutenfreies Gebäck. Ja, dann geht es hier weiter mit den Suppen. Sachen, Pfeffer und Öle. Ach, da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Ich esse einfach alles. Ja, dann gibt es hier warme Speisen. Immer was Vegetarisches und auch was Fleischiges. Das war eben Kalbsbraten. Hier gibt es Zwiebellauchquiche mit großer Kräuterdip. Ja, und dann kommen wir schon zum Nachtisch. Ich liebe Nachtisch. Ja, da haben wir hier für die gesunde Fraktion, heute mal nicht, Joghurt, Obstsalat, lecker, Kuchen, Desserts. Oh, ich muss alles essen. Ich glaube, ich esse nur Nachtisch. Oh, Buchteln mit Vanillesoße. Kuchen, Kekse, Torte, Plunder, Kalorien. Ich bin ja hier in der Massephase. Ja, hier noch so ein ganz schöner Obst-Dingens-Ständer. Da gibt es hier Heißgetränke, ganz viel Kaffee und Tee, auch losen Tee, ungefähr 1 Milliarde Sorten. Boah, sogar den eigenen Tee. Bio-Weinblatttee, das ist ja krass. Kindertee. Stilltee, ey. Sag mal, was habt ihr nicht? Also, loser Tee gibt es hier, dann ist ja ganz viel Macchiato, Espresso etc. Und dann noch ganz viele andere Tees. Ja, und für mich gibt es jetzt erstmal Lust auf was Gesundes. Ich habe mir so einen Salat gemacht, ein bisschen von diesem Kräuterquiche. Und, oh, das riecht so gut. Das schmeckt auch gut. Die Lebensmittel hier sind auch super frisch. Hat mir die Frau Kreuzer vom Hotel Tristacher See auch schon gesagt, dass hier ein Riesenwert auf Kulinarik gelegt wird. Und ich bin einfach fasziniert.
und freue mich auf den Nachtisch. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe jetzt einfach mal alles genommen. Es ist eine Kokosschnitte-Buchtel mit Vanillesoße, Bienenstich, Cremeschnitte, keine Ahnung. Und eine Bananenschnitte und ein bisschen Sahne mit Zimt oben drauf. Ey, es gibt hier alles. Und dann noch einen leckeren Latte Macchiato. Und das Krasse ist, die haben hier sogar verschiedene Sirups. Ich habe jetzt Haselnuss-Sirup von Mona, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Ja. Ja, bitte. Ich war jetzt mit den Mäusen draußen, wollte eigentlich schon mal schnell ins Wellness, aber ey, hier sieht es einfach so cool aus. Und deswegen habe ich nochmal eine Fotorunde gedreht. Ey, ich bin einfach so beeindruckt von diesem Lichtarchitekten, was der hier erschaffen hat. Also, das zieht sich ja so durch das ganze, ja, Gebäude, Gelände. Oh mein Gott. Hier sind überall Fackeln. Da oben ist ein Schwimmbad, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Ich habe mich mal ganz spontan umentschieden. Und zwar gehe ich jetzt eine Runde schwimmen. Die Bademäntel sind auch so schön kuschelig. Sogar auch Handtücher. Schön. Damit mir danach nicht kalt wird. So, jetzt schaut euch hier mal um, wie geil es ist. Ey, draußen ist es schon relativ kalt. So, jetzt geht's mal baden. Boah, das ist gar nicht warm. Ich gehe doch nicht, was mir zu kalt ist bei Bikinis. Ich gehe doch nicht rein. Ich gehe lieber später im Wellnessbereich. Das war's jetzt mit der Badestunde. Mir ist auch zu kalt. Ich würde das mit dem Bikini anziehen.